Das Hauptthema ist für mich eindeutig alles, was mit der Migration zu tun hat, was mit Flüchtlingen zu tun hat, die zu uns kommen, mit all den kulturellen Fragen, die damit einhergehen, mit dem Islam, der uns kulturell vor neue Herausforderungen stellt. Interessanterweise ist das aber auch zugleich der große Elefant im Raum, wie man im Englischen sagt, the elephant in the room, also das Thema, über das die etablierten Parteien jedenfalls nicht aktiv von sich aus reden, was dazu führt, dass es leider Gottes eine Partei für sich in Anspruch nimmt, die AfD, von der ich den Eindruck habe, dass es in ihren Händen nicht gerade am besten aufgehoben ist. Momentan sehe ich da ganz stark die Frage eines zuverlässigen Rechtsstaates, der handlungsfähig ist, der aber natürlich freiheitlich orientiert ist, aber der im Konfliktfall auch durchsetzungsfähig ist, der Bürger schützt und ihre Rechte wahrt. Ich glaube, dass das nicht erst seit G20 für viele Menschen ein ganz wichtiges Thema ist, dass der Staat seine Aufgaben wahrnimmt. Naja, also für Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union die Situation eine andere als in anderen Ländern, weil wir ökonomisch sehr, sehr stark sind und es eigentlich im Schnitt allen gut geht. Aber wir haben natürlich ein Kerninteresse, dass die Europäische Union erhalten bleibt und dass sie nicht zerfällt, weil sowohl, sagen wir, unser gesellschaftlicher Frieden als auch der Wohlstand und dann auch vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Lage, da ist das Zusammenhalten der EU nach dem Austritt der Briten für mich der wichtigste Punkt für die nächsten 4 Jahre.